Das ist prima. Wo ist denn jetzt die Mutter? Ja, ihr Lieben, heute mal ein bisschen anders. Ich habe eure Kommentare natürlich gelesen und gebe euch recht, dass die Musikunterlegung ja eher suboptimal ist. Deswegen kommentiere ich das jetzt so und lege ein bisschen Musik drunter. Ich bitte das zu entschuldigen. Die Hintergrundmusik vom Radio ist definitiv zu laut. Ich werde das in weiteren Videos abschaffen. Deswegen gibt's jetzt alles nochmal nachgesprochen, weil das geht ja so gar nicht. Okay, legen wir los. Wie ihr am Anfang sehen könnt, hänge ich zuerst den Rasthebel ein. Dieser wird dann verschraubt. Dann habe ich den Kampf mit der Rückholfeder aufgenommen und diesen dann auch irgendwann mal gewonnen. Die hat sich ein bisschen zickig gestaltet, aber es hat dann doch funktioniert. Zunächst nehmen wir uns den Kupplungshebel, ölen die O-Ring-Dichtung etwas ein und führen den Kupplungshebel dann in den Motor ein. Sollte das ein bisschen klemmen, bewegt er ein bisschen hin und her, nach vorne und zurück. Und im Idealfall sollte er dann so zwischen 80 und 90 Grad vom Motor stehen. Dann werden natürlich auch die Kupplungsdruckstangen etwas eingeölt. Ein Tröpfchen Öl in die Kupplungswelle ist auch nicht verkehrt. Und dann kommt zuerst die lange, die kurze und wieder die lange Druckstange. Nachdem das dann alles verbaut war, konnte ich mich um den Kupplungskorb kümmern und das Kupplungspaket. Darauf war zu achten und das ist mir dann auch aufgefallen. Hinter dem Kupplungspaket gehört die 1 mm Anlaufscheibe und das Spiel vorderhalb, also im Kupplungskorb zum Kupplungspaket, muss dann so angepasst werden, dass ein leichter Höhenunterschied zur Welle zu sehen ist. Dafür gibt es auch verschiedenste Ausgleichsscheiben. Ich habe ein komplettes Set gewählt. Das geht von 1 mm bis 2 mm. Und da muss man dann natürlich die passende Anlaufscheibe finden. Das war ja kein Problem. Dann das Kupplungspaket. Und dann eine Sicherungsscheibe, diese wird dann natürlich angelegt, wenn da alles verschraubt ist. Und dann kommt schon die Druckplatte drauf. Das Abtriebsritzel habe ich dann mit ganz leichten Hammerschlägen, wie ihr seht, ich habe eine Nuss verwendet, ganz leichte Hammerschläge auf den Halbmond aufgetrieben, dass das richtig schön passend sitzt. Auch die vier Schräubchen der Druckplatte werden natürlich mit Sicherungsblechen versehen und diese im Anschluss dann gewogen. Dann kommt der Drehzahlmesserantrieb drauf. Auch da ein Sicherungsblech, das habe ich dann natürlich auch
angebogen, so wie es das hier hört, als Verdrehsicherung. Zunächst prüfe ich natürlich, ob das Kupplungspaket sich vernünftig entspannt und auch gleichmäßig abhebt. Und nachdem das der Fall ist, können wir alles zusammenbauen, die Sicherungsbleche anpassen, also sprich biegen. Und dann konnte ich das erste Mal die Schaltung grob einstellen. Das habe ich nach Augenmaß gemacht. Natürlich gibt es in dem Spezialwerkzeug die Kerbe bzw. den Sprengring. Das heißt, man legt den ersten Gang ein, schiebt das in die Abtriebswelle und dieser müsste dann bündig anliegen, wenn das Getriebe im ersten Gang ist. Das ist dann so diese Grundeinstellung, aber das ist eher, sage ich, ein Schätzwert wie eine vernünftige Einstellung. Ich mache es anders, wie ihr das auch seht. Ich stelle es nach Augenmaß ein, sodass der Schaltarm, die verschweißte Mutter, vom Lagerwinkel ungefähr 1 mm über das Motorgehäuse, wenn man von oben darauf schaut, hinausragt. Und mit dem habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht. Wenn dann die Kontermutter natürlich mit U-Scheibe festgezogen wird, schraube ich den Schalthebel auf und versuche natürlich, ob alle vier Gänge hoch und runter sich sauber schalten lassen. Drehe dabei das Kupplungspaket. Und dann kann ich den schon wieder demontieren. Ist natürlich besser, wenn man entweder einen Dummy hat, beziehungsweise der Getriebeseitendeckel montiert wurde. Nachdem ich nicht allzu glücklich gewesen bin, wie der Besitzer den Motor lackiert hat, weil ich kein Freund davon bin, über einen Simmering drüber zu lackieren, habe ich mich dazu entschlossen, ich lasse zunächst den Simmering, den alten, den lackierten, im Getriebeseitendeckel und habe auch die alte Seitendeckeldichtung verwendet. Und im Anschluss, als alles lackiert war, habe ich eine neue Dichtung und neue Simmeringe oder den einen neuen Simmering für die Hohlschaltwelle nachträglich verbaut und natürlich dann auch neue Innensechskantschrauben verbaut, denn das hat den Motor, finde ich, einen schöneren Anblick gegeben, wenn die Schrauben verchromt sind. Der Kontrast schwarz-chrom fand ich definitiv schöner. Deswegen nicht wundern, es ist auch noch kein Öl drin. Das kommt dann ganz zum Schluss. Die Zuganker musste ich auch ersetzen, da diese eben auch fertig waren und wir haben ja ein nagelneues Gehäuse verbaut. Also auch neue Zuganker, Stehbolzen, wie auch immer ihr dazu sagen möchtet, mit verstärkten Muttern, dass halt alles wirklich nagelneu ist. Zunächst wollte ich auch alles einzeln lackieren, habe mich dann aber auch dagegen entschieden, also habe ich den Zylinder montiert, alles eingestellt und angepasst und habe dann alles im Ganzen lackiert. Zuerst den Kolben mit den Anlaufscheiben. Dann natürlich das Zylinderkit angepasst mit Zylinderfußdichtung. Bei der Zylindermontage natürlich auch etwas Öl an die Zylinderlaufbahn. Also da braucht es nicht zu übertreiben, einfach nur, dass ein bisschen Schmierung da ist, dass es nicht trocken läuft. Ja, die Zylinderfußdichtungen, die müssen natürlich dann auch so gewählt werden, dass dass die Quetschkante vernünftig passt. Immer mal wieder prüfen,
Deswegen stecke ich auch den Kickstarterhebel einmal auf, ob alles sauber läuft. Ja, auch hören, dass nichts anschlägt, weil dann habt ihr ganz großes Kino. Dann die Dämpfungsgummis einbauen, Zylinderkopf drauf, alles über Kreuz erstmal vorsichtig anziehen, dann mit 7 Newtonmetern alles schön fixieren, die Unterlegscheiben und die verstärkten Muttern und dann alles, wie schon gesagt, über Kreuz anziehen, handwarm, nicht übertreiben, weil 7 Newtonmeter ist wirklich nicht viel. Und dann mit dem passenden Drehmomentschlüssel vorsichtig auf 7 Newtonmeter bringen. Und dann die Quetschkante messen. Quetschkante sollten zwischen 0,8 und 1,2 mm liegen. Und nachdem wir dann die Quetschkante auf 0,9 mm eingestellt haben, konnten wir uns dann ans weitere Vorbereiten zum Lackieren machen. Aber dazu im nächsten Teil mehr. Ich bitte nochmal um Entschuldigung wegen dem schlechten Ton und auch jetzt der Nachsprecherei. Wie gesagt, in den nächsten Teilen werde ich es abändern. Trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen und jetzt kommt das Outro. Ja, ihr Lieben, wie ihr seht, ich bin nicht mehr in der Werkstatt. Ich sitze im Büro an meinem Rechner, schneide für euch das Video zusammen. Es ist länger, als ich gedacht hätte. Um dass es den ganzen Rahmen nicht allzu sehr sprengt, mache ich an dieser Stelle einen Cut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert mich, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr auch den nächsten Teil nicht. Jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, Mittag, Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Wenn euch irgendwas unter den Nägeln brennt, alles unten ab in die Kommentare. Und jetzt wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Video, macht's gut und ciao.